Laufen wir? Ja, erstmal guten Tag, Herr, Eure Heiligkeit, Herr Wowereit. Ich guten bedanke Tag, mich, dass das geklappt hat heute. Wir sind anlässlich heute hier wegen dem Rücktritt. Sie treten zurück und Sie waren ja bei mir in der Sendung im Juli. Ja, so ändern sich die Zeiten, ne? Ja. Und, jetzt und Krömer ist noch da? Ich bin... Oder will Krömer jetzt zurücktreten? Nein, nein, ich trete nicht zurück. Achso, der bleibt noch. Aber irgendwie müssen wir den Pokal natürlich jetzt zurückkriegen, dass Sie vielleicht noch irgendwie was sagen, dass jetzt die Sendung kommt, die wir seinerzeit im Juli aufgezeichnet haben. Ja, also ich finde, die Sendung ist immer noch aktuell, weil wir haben ja dort mit den Themen, die wir uns beschäftigt haben, die sind auch immer noch da. Ne? Also das hat auch mit dem Rücktritt nicht zu tun. Highlight. Und können sich alle darauf freuen. Ich werde traurig, glaube ich. Och Mensch, gut, schön. Pass auf dich auf, wa? Gleichfalls. Seien wir in Kontakt eigentlich? Na, selbstverständlich. Jetzt, wir kennen uns schon, bevor ich regierender Bürgermeister war, über die Uferfabrik. Genau. Und wir treffen uns garantiert wieder. Eure Heiligkeit, dann bedanke ich mich. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, oder? Die Fortsetzung. Waren wir schon befreundet? Ich hab's vergessen. Naja, auf dem Weg. Grüß bei den Jörn. Mach ich. Dem wünsche ich wirklich viel Kraft. Mit mir zu Hause, ja. Naja, klar. Du bist eigentlich psychisch gefragt natürlich, wenn du jetzt 13 Jahre lang immer unter Vollspannung standest irgendwie. Mein Dank gehört Jörn. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was wir da im Sommer fabriziert haben. Das ist garantiert gut. Also dranbleiben. Freundlichkeit hat einen Namen. ARD. Aus dem Berliner Ensemble. Guten Abend. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke, Freunde. So. Ja, herzlich willkommen bei Krömer Late Night Show aus dem Berliner Ensemble. Wir kommen gleich zu unserem ersten Gast, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er war schon mal hier, das war irgendwie, weiß ich nicht, der 30-jährige Krieg war gerade vorbei gewesen. Jetzt gibt er sich nochmal die Ehre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht um den regierenden Schnitt. Es geht um den regierenden... Was klatschst du denn jetzt? Nein, ich sag's dir noch an. Ach so. Jawohl. Geht gleich los. Guten Abend. Setzen Sie sich. So. Haben Sie gesehen, wie man das im Showbiz macht? Nonchalant, hat sie angesagt. Sie haben auf Stichwort gewartet und es ist eskaliert in der ersten Minute. Und so war geplant. Ja. Ich freue mich. Ich auch, Herr Krömer. Das ist unsere zweite Sache hier, ne? Sind Sie irgendwie geschrumpft oder so? Ich würde sagen, Krömer hat sich erhöht. Ne? Darf ich das oder was? Na ja, Bürgermeister, nimm doch mal das Ding darunter da. Das ist doch, ja genau, guck mal. Und schon sieht's besser aus, ne? Gib mir das Ding. Stimmt. Wir schneiden das denn raus, Klaus. Herr Wowereit. Bei Klaus gesagt, schneid raus. So. Hast du das drauf jetzt? Schneid das weg, Meier, das kommt raus. Hier so. Wird nichts geschnitten, ne? Eure Heiligkeit. Was verschafft uns denn die Ehre? Ja, weiß auch nicht. Irgendwie kam eine Anfrage, ne? Und da habe ich gedacht, das BE liegt mir so am Herzen. Und gucken wir doch mal, wie trocken es ist. Aber ist wieder gut, ne? Naja, der Schaden war ja nun vor 4 Monaten. Vor 4 Monaten? Vor 4 Monaten. Ach so. Und ist Vor drei, ja. Und ist das schön, dass die Temperaturen immer noch so sind, dass alle doch so leicht bekleidet da sitzen? Ja, ich habe ein heißes Publikum. Ne? So. Ja, das war damals schlimm.
Wenn wir da aufgezeichnet hätten, oh Gott, wir hätten ja aus Feuchtgebiete vorlesen können. Schon wieder. So, Herr Wowereit. Jawohl. Eure Exzellenz. Willst du was? Sie, was trinken? Hast du was? Hast du was? Kriegst du was? Fragst diese du was? Kleine oh, Krümmerbier scheiße, das ist meine Fanta. Die Fanta ist ausgekippt. Da fällt mir die Fanta aus. Ich werde wahnsinnig. So. Hat ja nichts. Willst du auch eine Fanta? Fantaschen? Nee, da gab's da irgendwo so ein Krömerbierchen. Das hast du gar nicht, ne? Hab ich nicht. Trinken Sie Alkohol oder was? Na ja. Haben Sie schon mal Alkohol getrunken? Eigentlich nicht so richtig. Eure Hoheit, Berlin. Eure Niedlichkeit. Ja, eure, hochwohlgeboren. Berlin. Jawohl. Was fällt uns da ein? mal sagen. Tolle Stadt, ne? Tolle Stadt. Tolle Stadt. Toller Krömer, ne? Tolle Kultur. Ja. Ne? Reicht das war schon mal noch rein? Was irgendwie? Ja. War noch was? Na? War? So. Aha. So. Zwei. Ich komm. Ja, mach hier. Den Kühlschrank zu, sonst wird es noch kälter. Was bist du denn für ein Göppel, ey? Also dir. Dir hört doch mit dem Kantholz. Weißt du, Schwein, das ist hier Klaus Wowereit ist da. Dann machst du hier so einen billigen Gag, Eure Heiligkeit. Ich komme gleich wieder, ja? Na dann, tschüss. Gut sehen Sie aus. Dankeschön. Toll sehen Sie aus. Wir kommen gleich wieder, ich habe eine Besprechung noch, ja? Ja. Wir werden dann schon mal in der Zwischenzeit. Nimm mir eine Fanta und geh ab. So, folgender Sachverhalt, das hat jetzt schon einer reingerufen. Es hat einer reingerufen, ich möchte nicht, dass ihr beiden Pappnasen jetzt rausgeht. Das ist eure Heiligkeit, sitzt da draußen, Klaus Wowereit. Ich möchte nicht, dass über das Wort gesprochen wird. Welches Wort? F-Wort. Das F-Wort? Das F-Wort, ja. Und das kannst du dir klemmen. Ich möchte es nicht. Das ist der regierende Bürgermeister von Berlin. Der war zweimal da. Ich möchte, dass dein drittes Mal kommt. Ey, wir haben alles vorbereitet. Die ganze Kiste, auf der du da gerade lehnst, die ist voll mit Gags darüber. Was sollen wir jetzt erzählen? Nichts. Wir improvisieren halt. Was soll ich dem denn sagen? Naja, dass Berlin eine schöne Stadt ist und der Kühlschrank offen ist, dass die Kühle nicht rauskommt. Habt ihr mich verstanden? Ich bin jetzt derjenige, der hier das aufrechterhält. Und wenn ich das Wort höre, dann hat der Arsch aber Kürbis. Hast du mich verstanden, Olaf? Ja, Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Jetzt reicht es mir bald. Du auch, Micky. Ja. Aber nicht, also noch gar nichts? Nichts? Gar nichts. Ich mach gar nichts. Mach eine Rolle vorwärts, irgendwas, Flickflack oder so. Herr Wowereit, ich hatte einen Fax bekommen. Bin vorbereitet. Ja, Berlin ist eine schöne Stadt. Wie kriegen wir denn Berlin noch schöner? Würde das irgendwas helfen, wenn wir Heinz Buschkowski verschleiern? Ist ja nicht nötig, den kennt ja jeder schon. Also das würde ja nicht mehr den Reiz so bringen, dass man nicht weiß, was da hinter dem Schleier ist. Der ist ja schon bekannt. Nervt sie dich, du, das? Buschkowski? Ja, nervt nö, er? Nö. Mich nervt er. Ein super Bürgermeister, Bezirksbürgermeister von Neukölln, wer es nicht weiß. Ein ganz toller Mann, der wirklich du, super wiedergewählt alle? Worden ist. Alle ja. Wie ist hier? Ist doch der Heimatbezirk von Herrn Krömer. Wenn darf ich auch noch was sagen? Nö. Alles zu seiner Zeit. Klaus, du bist man muss sich eine Frage stellen und dann sagen, darf ich auch mal was sagen? Das ist ein schönes Interview, ne? Du bist ganz schön keck, mein Freund. Wie immer, ne? Ganz schön kässt, du Sumse. Letzte. So, pass auf.
Letztes Mal hat er noch hier so Deckchen so drauf gehabt, ja, so schöne. Ja. Ja, so, die waren aber noch nicht mal angetackert. Ja, so, das hat er beim zweiten Sendung dann weggelassen. Das ist schön, dass du jetzt der 42. Gast bist, der die Geschichte erzählt, weil alle sitzen vor der Glotze und denken, erzähl mal einer noch mal über die Häkeldeckchen. Klaus, du bist regierender Bürgermeister von Berlin. Es ist folgendermaßen, ich brauche deine Hilfe. Ich habe mich angelegt mit, ich darf die Firma nicht nennen, das sind diese gelben Züge, die durch Berlin fahren. Durch einen Tunnel. Ich habe keine Drehgenehmigung gehabt und habe da trotzdem gedreht und es gab Stress. Kannst du mir da irgendwie Fensterchen öffnen, wo das wegfliegt? Der Stress? Wie war denn der Stress? Anzeige. Ach, eine Anzeige. Na ja, wenn man dann keine Drehgenehmigung hat, dazu hat man dann seine Produktionsgesellschaft, die das weiß. Der wusste das nicht. Der, hat das, der wusste nicht. Nee, der hat das vergessen. Naja, das ist immer, wenn man als öffentlich-rechtlicher Sender dann immer am falschen Ende spart, ne? Ja. Das war jetzt eine Antwort, die ich aber nicht hören wollte. Ich wollte, dass du sagst, ich mein weiß Junge, ja jetzt erstmal nicht, was er alles da gemacht hat. Ne? So, ja, bei Krömer weiß man ja nie. Sehen wir das mal? Wir haben mit vorbereitet. Ich war, wie gesagt, in der U-Bahn unterwegs gewesen. Immer dienstags verändert sich bei mir irgendwas. Dann kriegst du ein Brummeln im Bauch. Aha. Und dann verändere ich das Bewusstsein. Aha. Gott sei Dank haben wir das eingefangen. Mats ab. So, Schnitt jetzt. Ich hab gerade einen Anruf gekriegt von der BVG. Eine Drehgenehmigung haben wir nicht, aber wir können gerne bei den Zügen helfen. Ja! Zu sehen, da war Stromausfall. Es war Stromausfall gewesen, ich hab hier SOS, siehst du, hab ich angemacht. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. Hallo? Haben Sie eine Drehgenehmigung? Das ist Film. Hallo? Soll ich die Polizei rufen? Willkommen beim BVG-Info-Team. Kannst du die Polizei rufen? Die filmen hier nämlich. Können Sie bitte mal die Kamera ausmachen? Ich möchte nicht gefilmt werden. Er muss nicht begleitet werden. Hast du eine Drehgenehmigung gehabt? Ich bin jetzt hier im Verein gehabt mit meiner Frau und dann werde ich hier belästigt. Ja, habt ihr wohl einen Arsch auf. Jetzt sind wir am rechtsfreien Raum. Danke. Macht's gut, Mäuschen. Ja. Überteuerte Preise, das könnt ihr, wa? Ja. Arschgeigen. Ich bin der Gute. Ich setz mich ein. Bei mir sagt man immer, ich pöbel rum, weißt du? Und dann mach ich mal. Dann gebe ich mir mal einen Ruck und will was Gutes tun. Und dann siehst du, wie es ist in der Gesellschaft. Wer Gutes tut, der wird dann hart getreten. Gib mal eine Kippe. Und ich hab wirklich... Geht denn da wieder was an, ja? Wenn jetzt hier Rauchzeichen kommen? Da ist ja kein Wasser mehr da. Das ist schon alle. Wenn sich da 60.000 Liter entleert haben, dann... Meinst du, Berlin hat so wenig Wasser, dass man nicht nachlegen könnte? Berlin hat ganz andere Dinge nicht. So. Was denn? Bitte? Was denn? So, wir kommen zum nächsten Gast. Wir erweitern die Runde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er ist ein großartiger Künstler, er ist Weltverbesserer, er ist Betroffenheitslyriker und er hat sich wirklich durch seine Kunst hochgearbeitet. Besetzungscouch schließt bei ihm sich aus. Wenn Sie sein Gesicht sehen, wissen Sie auch warum. Begrüßen Sie mit einem großen Applaus Olaf Schubert. Olaf Schubert!
Guten Tag. Hallo. Olaf, nimm Platz. Ja. Kennt ihr euch? Schon. Sie sollten mich kennen, ja. Ja. Doch, ich bin auch in... Sie sind da der, ne? Ich lese auch Organe und bin als mündiger Bürger stets informiert über die Vorgänge in unserem Land. Ja, wir kommen zum nächsten Gast, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er ist unter anderem Autor fürs Dschungelcamp. Begrüßen mit einem großen Applaus Micky Beisenherz. Micky. Wo darf ich denn? Hallo Micky. Na? Olaf Schubert, Klaus Wobereit. Guten Tag. Hallo. Sir, Klaus Wobereit. Bin ich so eine Art Stehgast? Ich höre gerade von der Regie, stehen bleiben. Jetzt setzt euch ruhig hin. Macht es euch bequem, ihr Mäuse. So richtig. Olaf. Geduld hat einen Namen. ARD. Danke, dass es sie gibt. Olaf, sag uns doch mal, wie ist das denn als Künstler, wenn man so berühmt ist wie du, auf die Straße geht und andauernd mit Eros Ramazzotti verglichen wird? Ja, jetzt habe ich es verstanden, genau. Weil das auch so eine Flasche ist. Ja, ich... Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das Wichtigste ist, dass man den Kontakt zu den Menschen sucht, zu den einfachen Menschen. Und das ist halt ein großes Glück, dass ich welche kenne. So. War doch eine schöne Zeit mit uns. Ja, das ist wichtig, dass man den Kontakt zum gesellschaftlichen Unterbau nie verliert. Ne? Also, ja, im Sediment findet man manche Perle, das denkt man gar nicht. Also, und dann gehe ich hin und sage, wie kann ich helfen? Finde ich gut. War das durch jetzt? Ja, das ist im Wesentlichen, das war jetzt die Aufgabe des Bundes Olaf von Zentralsuch. Ja. Genau. Es muss das Alter sein, Herr Wobereit. Man kann ja im Oktober nicht so schwitzen. Ja, Micky ja. Beisenherz, ja. Du bist Autor und ja. Du bist schön. Das stimmt. Das ist ja, ein sicher. Paradoxon. Soll man eigentlich nicht meinen, ne? Normalerweise. Nee, jetzt mal im Ernst. Ich hab den Buckel habe ich so ein bisschen runtergeschnallt. Und, du bist wirklich ein schöner Mann. Du bist also. Bin der Wayne Carpendale der Autorengilde. Oh. Oder? So, das ist, ja. Ja. Ja, wobei, bei dem, was ich mache, muss ich ja eigentlich nicht schön sein. Du bist schön, doch. Ich kenne ja das Elend. Ja. Ja. So. Ich hab manchmal, da kommt einer rein. Wer sind Sie? Das sind pottenhässliche Menschen, ich diese hab, Autoren. Ich hab, die sind wirklich verwachsen an Stellen, wo man denkt, Ich hab ja die Zusammenarbeit mit Mario Barth auch noch deswegen beendet, weil der permanent geil geworden ist, wenn er mich gesehen hat. Das verstehe ich, aber das ist schon beachtlich, was mir hier ums Geäug Bizeps. Also ja, der schöne Micky. Weißt du denn, ich komme der schöne Micky. Ja, ich komme aus derselben Stadt wie der Ralf schöne Möller. Ich bitte sogar darum, dass du mich der schöne Micky nennst. Der schöne Micky. Ja, ich komme ja, das passt ja auch zu Hamburg. Ne? Das ist ja sowieso international, also quasi eigentlich eine bundesdeutsche Show. Ne? Guck mal hier, ich Hamburg, er Dresden, er Berlin. Ne? Ja, Berlin. Ne? Was denn? War das jetzt? Nein. Dafür? Bitte. Dafür? Komm mal bitte mit. Ich möchte dich bitte mal sprechen. Aber doch nicht. Ihr kommt gleich wieder, ich hab, glaube ich, noch einen Fax bekommen. Wir machen ja schon mal weiter. Aber doch nicht für den. Und der redet ja über Hamburg, ne? Und da können wir ja mal über Dresden reden. Hast du einen Arsch auf oder was? Du solltest das weglassen. Nee, Berlin, das merkt er doch. Das kapiert er doch gar nicht. Hältst du den für bescheuert oder was? Nein, aber ich dachte, das war so subtil eigentlich, der... Hätte doch von so einem stumpfen Gesellen wie mir gar nicht gedacht, dass da so ein feinfühliger Gag kommt. Richtig feiner. So, ich war mit dem schönen Micky hinten. Na, was lachst du denn da, Ingrid? Das war subtil. Hast du hier doch in den Kühlschrank drin? Nee. So, und Olaf, wo warst du denn im Urlaub? Elefant da drin. Wie bitte? Wo warst du im Urlaub? Ich bin, ich war gleich bei mir um die Ecke.
Also, dann Talsperre Pöhl. Ich war ja in Nigeria gewesen und bin... Wie ist er da wieder zurückgekommen? Mit Pferden bin ich. In Tege gelandet. Ja. Kommst du bitte mal mit? Kannst du mal, komm mal mit. Komm mal. Klaus, auch du solltest vermeiden, das irgendwie anzuschneiden oder was? Ich halte hier das hoch für euch alle. Die anderen und du vielleicht auch. F-Wort. Komm, machen wir mal weiter. Geh mal dazu. Herr Wovereit hat einen Fax bekommen. Ah, Scheiße, jetzt ist die Pfanda. Ich will alles umgehauen hier. Auf den Scheiß, du! Fickpisse! Das ist eine. Oh, eine Schweinerei hier, ja? Scheiße, hat er gesagt. Ich hab sie piept gerade. So. Hier ist ja ein Tohuwabohu. Wir brauchen jetzt Wasser hier. So, das klebt ja alles. Aber ist das in Berlin wirklich so ein Thema, diese Mobilität? Ja? Ja. Eigentlich nicht. Die meisten Leute trauen sich das nicht mehr anzusprechen. Berlin hat doch einen Busbahnhof, das reicht doch, oder? Also. Zwei. So, wir kommen, ich war am Kurfürstendamm, kennst du? Mhm. Guten Dank. Mal's ab. Scheiße, muss ich noch fallen machen. Ich finde das, was ich sonst mache, eigentlich nicht so lustig, aber das hat was. Das ist echt ein. Jetzt bin ich auf meiner. Ich bin auf meinen Zauberhelm geflogen. Ich werde dieses Jahr 40 Jahre alt. Wenn mich meine Mutter sieht. Meine Mutter, die redet mich wieder mit dem Nachnamen an übrigens. Die schämt sich. Die wurde letztens von der Nachbarin angesprochen und da hat die Nachbarin gesagt, es ist schlimm, war, wenn so ein Kind geistig behindert ist. Ich kann nicht mehr. Who are you? Bitte? Who are you? Ich bin Superfried. Superfried? So, Superfried. 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 Schon mal was von mir gehört? Naja. Was ist denn? Kinderarbeit, alles scheiße, Wichser, Fotze, Arschloch. So. Soll ich Ihnen sagen, wann grün wird? Es ist schon grün. Ja? Soll ich sagen, wann Sie fahren können? Sagen Sie. Jetzt. Danke. Tschüss. Ist das Ihr Fahrrad? Ja. Ist das Ihr Fahrrad? Das ist mein Fahrrad. Nicht, dass Sie klauen. Ich schließe es ja gerade an. Ach so. Daran sieht man es. Ich wäre ein schlechter Liebhaber, Mann. Nee. Fahrrad klauen und dann anschließen. Dann ist alles gut. Und was ist das? Das ist eine Pistole. Ach so, kommt doch was. Ich bin aber der Gute, keine Angst. Ich bin der Gute. Ich hab alle damit. Oh, scheiße. Nicht zu nah an das Fahrrad rankommen. Ich passe auf das Fahrrad auf. Das ist ein Architekt, der da arbeitet. Da passe ich auf das Fahrrad auf. Versprochen ist versprochen. Danke. Das stört uns, wenn du hier nicht raus, Klaus. Wenn ihr du seid nicht aber raus, tolerant, ne? Ihr wenn seid du nicht, tolerant, ne? Raus, bitte rausgehen. Das ist jetzt immer, wenn man im Fernsehen raucht, hat man jetzt 500.000 Leute verloren. Aber man das verloren. Kann mir hier nicht passieren. Ja, ist halt so, wenn man so spät in der Nacht ist, dann kommt das Frühstücksfernsehen. Ich bin genau in der Mitte. Zwischen Aquarium, Frühstücksfernsehen bin ich, weißt du? Da habt ihr keine Probleme. Ihr habt Milliarden von Zuschauern. Es werden einfach...
Ist ja wie Porno gucken, ne? So, machen alle, aber dann sagen alle, nee. Ist eher so eine Art Elendstourismus, oder? Das irgendwie. Und sag mal, ist das nicht schwierig, wenn du da so, wegen jetzt, wenn du so Leute hast, die so überhaupt als Gagschreiber gar keine Angriffsfläche bieten, so wie jetzt sagen wir mal Wendler oder so? An dem haben wir uns eine Nachtschicht einlegen. An dem haben wir uns echt die Zähne ausgebissen. Los! Ich hab gedacht, du schläfst ein. So. Nicht einschlafen, wir senden noch. Klaus! Hab gerade überlegt, der ist doch nur kurz da gewesen, ne? Der war tatsächlich sehr, sehr kurz da. Ja. Der ist nicht allzu lange geblieben. Dann musste er schon wieder stört den euch Bus nehmen. Wenn wir einfach weitermachen mit anderen Sachen? Nein, bitte! Könnt ihr euch ja nachher noch treffen und dann. Wieso? Ist das war ja sowieso Musik. Verabredet. Wollen wir Musik hören, Klaus? Gerne, was hast du denn? Ja, ich hab jetzt hinten 50 Bands. Vielleicht ist einer dabei, die dir gefällt. Ja. Wie wär's mit den Flippers? Nicht so richtig. Helene Fischer auch nicht. Also, nee? Nö, aber wenn du Silly hättest beispielsweise. So, ne? Du siehst, was auf der Karte steht, hättest du wenigstens sagen können, was draufsteht. Das wäre ein Knaller gewesen. Dann hätte ich es nämlich da gehabt, die Band. Wir haben eine tolle... Die Band Insel. Die Band ja, mit Insel. Die Band Insel mit... Singt dem Juli. Ja, mit dem Song Juli. Ah. Wir können ja auch beide, Klaus, singen I Believe I Can Fly. Ja. So. Ich glaube, die hatten ja mal einen Hit. Ne? Komm, wir verabschieden uns. Steht auf. Das war's gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute mit dabei Micky Weißenherz, Olaf Schubert, Klaus Wobereit und Juli. Komm, wir verbeugen uns. Klaus, kommt alle. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss. Dankeschön. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Juli, Micky Weißenherz, Olaf Schubert, Klaus Wobereit. Dankeschön. Hast du Erdnussflips genommen? Tschüss, Matsu!